Seid ihr herzlich willkommen. Wochenorakel bis 12. Februar. 7. Februar haben wir einen großen Einfluss von Stern Regulus. Regulus ist eine von den königlichen Sternen. Man sagt auch, Regulus ist der Stern der Könige und Herrscher. Regulus hat einen Einfluss auch auf unserem Herz, aktiviert also eine Herzensangelegenheit. Das kann die liebe Partnerschaft sein, aber alles, was in unserem Herzen liegt, was wir mögen. Also achten wir auf diesem Tag, auf unserem Herz oder an ein Herzensangelegenheit. Und jetzt schauen wir an, was die Bilder uns vermitteln. Dieser Turm hat viele Bedeutung. Das kann der Wunsch sein, etwas vergrößern. Kann auch eine große Stadt sein oder ein großer, schlanker Mann oder Frau. Aber dieser Turm kann auch ein Hindernis sein, wenn wir uns gefangen fühlen in diesem Turm, wie in ein Labyrinth. Und suchen wir eine Lösung oder einen Ausweg. Kann auch sein, dass jemand hindert uns an etwas. Wir sehen diesen Turm auch in Verbindung zu diesem Weg und zu dieser Falschheit. Jemand legt Steine im Weg. Und unsere Aufgabe ist gerade, diese Steine aus dem Weg räumen. Dieser Turm bedeutet auch oft Amt oder eine rechtliche Lage. Hier muss noch etwas klären. Oder sind das Schwierigkeiten, weil hier erscheint diese Falschheit. Vielleicht ist es gar nicht deine Angelegenheit, sondern seine Situation. Aber wir sehen hier diese Sense. Und die Sense kann das beenden oder trennen. Möglich ist auch, dass hier handelt sich um seine Scheidung. Diese Karte kann auch plötzliche Ereignisse bedeuten. Etwas, was unerwartet kommt, mit einem Schwung. In einem Moment, wo du damit gar nicht rechnest. Wenn das losgelassen hast, wenn das beendet ist, dann sehen wir das Glück. Dieser Blumenstrauß bringt Glück. Die Sterne zeigen auch glückliche Ereignisse. Was dieser Blumenstrauß noch bedeutet, deine Schönheit, deine Weiblichkeit, deine Kreativität oder eine angenehme Überraschung oder ein Geschenk. Und hier die Sterne bedeuten Glück natürlich, aber zeigen auch die Spiritualität oder beschreiben die Zeitqualität im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, so wie das im Sternen geschrieben ist. Also bleib in Vertrauen. Vertrauen an Fluss des Lebens. Mit diesen Karten bist du verbunden, wenn du eine Dame bist, aber dein Herzensmann auch. Diese Karte zeigt auch die Reinheit, die Reinigung. Hier klärt sich etwas auf und dann sehen wir diesen Weg.
schaut ganz anderes aus. Hier sind noch die Hindernisse. Und diese Karte zeigt die Zukunft. Hier blüht etwas auf. Kommt einiges hier in Bewegung und das betrifft eine Herzensangelegenheit. Und das bedeutet konkret die Liebe und Partnerschaft. Und zurück zu dieser Karte. Die Lilien zeigen nicht nur die Reinheit, sondern symbolisiert auch Thema Sexualität. Und das erscheint in seinen Gedanken. Und hier kommt ein Wende, die Veränderungen, das bringt auch Glück. Also er hat diese Absicht. Er möchte mit dir treffen. Er möchte dich auch berühren. Aber im Hintergrund ist jemand, wo neugierig ist, beobachtet ihn. Er nimmt das gar nicht wahr. Aber jemand möchte wissen, welche Absicht er hat bezüglich auf dich. Beruflich sind auch noch Schwierigkeiten. Hier ist die Berufskarte. Und die Steine im Weg und die Hindernisse, leider. Auch diese Peitsche erscheint in die Nähe. Und wenn wir die Peitsche sehen, das tut weh. Und das heißt, jemand möchte dich im Arbeitsplatz bewusst verletzen oder provoziert Streit. Und hier dieser Berg zeigt schon diese Problematik. Und diese Wolke bedeutet, etwas ist noch undurchschaubar, weil du weißt nicht, sollst du in diesem Arbeitsplatz bleiben, ja oder nein. Du fühlst dich hier nicht wohl. Aber er steht mit diesen Karten in Verbindung und das heißt, das trifft dich vielleicht nicht zu, sondern beschreibt seine beruflichen Situation. Aber hier sehen wir dieses Schiff und das bedeutet die Hoffnung. Es besteht die Hoffnung, dass er kann beruflich etwas verändern. Dann verschwinden hier die Steine und blüht sich etwas auf. Beschreibt die berufliche Zukunft, aber dieser Weg hat auch einen Einfluss auf eure Liebe und Partnerschaft. Vielleicht sogar eine gemeinsame Zukunft. Und das war diese Wochenorakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.